Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht wie gewohnt aus dem Opernhaus, sondern aus dem Homeoffice. Mein Name ist Philipp Amelungsen, ich bin Musiktheaterdramaturg und begrüße Sie ganz herzlich hier in meinem Arbeitszimmer und gebe Ihnen einen kleinen Einblick in unsere diesjährige Händel-Produktion Theseo. Wie immer dürfen Sie gespannt sein auf eine hochkarätige Besetzung. In der männlichen Titelpartie des Theseo debütiert der junge Soprano Samuel Marinho. Er ist einer der aufgehenden Sterne am alten Musikhimmel. Die weibliche Titelpartie der Medea singt Kammersängerin und Händel-Preisträgerin der Stadt Halle, Romelia Lichtenstein. Händel bringt sein Theseo im Jahr 1713 in London zur Uraufführung. Mit der Zauberoper möchte er an den großen Erfolg seines Rinaldo aus dem Jahr 1711 anknüpfen. Außerdem beginnt die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Librettisten Nicola Francesco Heim. Für das Libretto greift er auf eine Textvorlage zu Jean-Baptiste Lullys Oper Thésée von Philippe Quinault zurück. Ein Bezug zur französischen Tragédie Lyrique, der die für Händel ungewöhnliche fünfaktige Struktur des Werkes erklärt. Im Zentrum der Handlung steht der junge Theseo, der griechische Held Theseus. Wenn Sie in der Pause smalltalken möchten, können Sie darauf hinweisen, dass Theseus auch in anderen Opern eine zentrale Rolle spielt. Er lässt zum Beispiel seine geliebte Ariadne, Mutterseelen, allein an der Küste von Naxos zurück. Das ist nicht die feine englische Art, meine Damen und Herren. Dem haben wir aber eine der schönsten Opern von Richard Strauss zu verdanken. Theseus hat jetzt aber eine neue, sie heißt Agilea. Beide sind schwer verliebt ineinander. Aber auch die sagenumwobene Zauberin Medea hat ein Auge auf den schnittigen Helden geworfen und sie schreckt in ihrer Eifersucht auch nicht davor zurück, ihre Zauberkünste gegen die Liebenden einzusetzen und sie zu martern. Eigentlich hätte die Proben zu unserer Händel-Produktion am 12. April begonnen. Normalerweise würden wir jetzt der Premiere am 29. Mai entgegenfiebern. Aber Sie wissen, auch bei uns steht der Spiel- und Probenbetrieb im Moment still. Wir arbeiten gerade an verschiedenen Szenarien und hoffen, dass wir unseren Theseo mit Ihnen gemeinsam, meine Damen und Herren, zu Beginn der kommenden Spielzeit zur Premiere bringen können. Über die Gleichzeitigkeit im ungleichzeitigen Theater zu machen und die Polyphonie solcher verschiedenen Probenszenarien spreche ich jetzt mit dem Regisseur der Produktion, Martin G. Berger, der auch gar nicht mehr weiß, ob er in einem, zwei oder drei verschiedenen Proben-Szenarien lebt und zu Hause ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Martin. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, Martin, sag mal, Proben oder nicht Proben? Das ist gerade die Frage, die wir uns eigentlich alle stellen. Wie sieht denn das bei euch aus? Proben? Ja, also ich würde sofort Proben. Ich habe alles wieder bei Proben. Die Münchner schon wieder? Nee, nicht? Also ich könnte sofort loslegen. Also mir geht es eigentlich super, muss ich sagen. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch schon ins Premieren-Outfit geworfen. Wir hatten eine super Zeit hier, muss ich sagen, in Halle. Wir haben mit so tollen internationalen Stars gearbeitet, mit den Leuten vor Ort, die dem in nichts nachstehen. Wir haben einen super Dirigenten, Attilio Cremonesi, und das kam wirklich als ein Team ganz, ganz toll zusammen, muss ich sagen. Und wir haben ja eine sehr, sehr spezielle Sichtweise auf diesen Theseo, weil wir uns entschieden haben, Medea in den Mittelpunkt zu stellen. Also schon Zeitgenossen haben ja gesagt, warum heißt das Stück eigentlich nicht Medea? Denn tatsächlich muss man, wenn man sich das Stück genau anguckt, sagen, dass Medea eigentlich die einzige psychologische Figur ist in diesem Stück. Die anderen sind sehr barock, sag ich mal, auf ihren Affekten beharrend, bleiben sehr stark in ihrer Grundkonstitution so stecken. Und Medea ist wirklich die, die sich entwickelt und die eine interessante Entwicklung hat. Und was das Aufregende ist, dass es in diesem Stück um eine ältere Medea geht. Eine Medea, die das mit dem Kindsmord und alles schon hinter sich hat. Das, so nehmen wir zumindest an, irgendwie auch verarbeitet hat, irgendwie darüber hinweg ist und sich jetzt in diesen Theseo, in diesen Theseus verliebt und feststellen muss, verflucht noch eins, wenn ich mich wieder verliebe und wieder die gleichen Gefühle habe wie damals, vielleicht geht dann wieder alles so wahnsinnig schief, wie es damals schief gegangen ist. Und das macht sie irrsinnig nervös in dem Stück. Und wir haben uns entschlossen, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Also, dass man sieht, diese Medea sieht diesen Theseus und beginnt sich zu erinnern. Wie war ihr Leben? Medea hat ja ein sehr interessantes Leben gehabt, von einem
mit einem Königshof aufgewachsen, sich von den Eltern emanzipiert, mit einem Mann mitgegangen, dem Jason, diesen Mann dann, dieser Mann hat sie dann verlassen, daraufhin kam die ganze Geschichte mit den Kindern auf der Flucht, hat sie noch den Bruder umgebracht, also das ist ja wirklich eine sehr, sehr vertrackte Geschichte und wir erzählen das in Rückblenden in diesem Stück, jetzt in Stationen, also wir haben eine ganz junge Medea, ein Kind, dann haben wir eine, ich sag mal, Teenager-Medea, die so 18, 19 sein soll, dann eine Medea, die schon Erwachsenenalters ist und verheiratet ist und dann eben eine Medea aus dem Jetzt, die mitten im Leben steht. Und wir wollten eigentlich zeigen, dass das wirklich ein sehr allgemeines Thema auch ist, auch ein sehr allgemeines weibliches Thema und haben uns deshalb entschlossen zu sagen, die Medea, die aus deren Perspektive wir das jetzt erzählen, die ist im Jahr 2020 und die anderen, ihre jüngeren Ichs, sind auch noch in vier verschiedenen Jahrhunderten. Und Sie werden sehen, so nach und nach kommt dann quasi dieser ganze Medea-Mythos hoch in dieser einen Frau und sie muss sich damit auseinandersetzen. Kannst du das bitte lassen? Du, ich hab gleich eine Probleme. Das ist wirklich, ich bin wirklich ein bisschen nervös. Also es wäre wirklich super, wenn du... Danke, ja? Dankeschön. Entschuldigung. Ich habe bereits erwähnt, wir prüfen gerade verschiedene Szenarien. Wie sieht es denn aus bei euch? Kommt denn unser Theseo noch zur szenischen Aufführung? Also ich freue mich. Ich freue mich auf die Premiere am 29. Mai. Ich bin ready. Ich will loslegen. Das kann ich für mich sagen. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Schlecht. Schlecht geht es den anderen, ja. Du sitzt allein zu nah an mir dran. Ja, du musst das anderthalb Meter Abstand haben. Du müsstest eine Maske tragen. Was erkläre ich ihm? Philipp, es hat keinen Sinn. Weißt du, wenn es mir jemand erklärt hätte vor 6 Wochen, hätte ich es auch nicht geglaubt, dass ich nicht mit Leuten auf dem Sofa sitzen darf. Ja, ich habe die letzten 6 Wochen so oft Happy Birthday gesungen, so alt werde ich gar nicht. Ja? Meine Oma hat mir ein Stück Stoff genäht, was ich vor dem Mund trage. Es sind wirklich harte Zeiten. Es ist fürs Theater wirklich hart, weil, weißt du, es geht im Theater nun mal einfach um die Begegnung. Es geht um den Konflikt, es geht um die Reibung, es geht um Blut, Schweiß, Tränen, es geht um alles, was irgendwie stimmt und echt ist, ja. Und dass das wegfällt, ist einfach eine super harte Nuss. Und klar, das ganze Gestreamen ist nicht schlecht. So, wir haben auch am Anfang überlegt, wie kriegen wir eine Version hin, wo Theseo irgendwie gestreamt wird. Und je mehr Streams man sieht, desto klarer wird einem, nee, wir wollen dieses Live-Erlebnis zurück. Auch, dass die Leute nicht vergessen, wie toll es ist, ins Theater zu gehen und die Magie des Live-Erlebnisses zu haben. Und deswegen arbeiten wir hart daran, eine Version zu finden, wo wir es hinbekommen. Es wird nicht einfach, weil zum Beispiel eine Trompete im Graben macht einfach... Das ist einfach so... Aber mit einer kleinen Orchesterbesetzung vielleicht mit einer Person auf der Bühne und anderen drumherum, kann das vielleicht was werden. Und wir arbeiten. Wir schaffen das. Du, also besser gesagt ihr, arbeitet als freier Regisseur. Wie geht es euch denn ganz persönlich in dieser doch auch herausfordernden Situation? Also mir geht es super. Mir geht es echt richtig gut, weil das Ding ist, ich habe keine Jobs mehr. Und das bedeutet für mich, ich muss auch nichts machen. Und das heißt für mich, ich kann den ganzen Tag chillen. Corona, Corona, Corona. Corona, Corona. Die Uhr ist jetzt nicht weg, muss ich sagen. Corona, Corona, Corona. Das ist mir ein bisschen zu, das könnte ich nicht. Also bei vor der Premiere ist man immer nervös, weil es war, egal ob die Arbeit gut oder schlecht war, am letzten Moment geht immer plötzlich alles so zusammen. Das ist auch das Tolle am Theater, das macht auch Spaß. Und worauf ich mich jetzt einfach freue, ist, dass ich wirklich jeden Einzelnen in den Arm nehmen kann. Wirklich toi, 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 wir spucken uns im Theater ja an. Ne? Also das ist ja immer so dieser Moment, dass man sich in den Arm nimmt und sagt... da freue ich mich einfach drauf. Man ist hinterher oft ganz nass von der ganzen Spucke, aber das ist einfach eine schöne Tradition, wo man einfach weiß, es gehört dazu. Ich freue mich hinterher, werden wir wirklich ganz eng in diesem Foyer alle zusammenstehen und dann hält der Intendant meistens eine Rede und man steht so ganz eng, dicht gedrängt und dann wird Brüderschaft getrunken, auch mit wildfremden Leuten und es kann auch mal passieren, dass man vielleicht... Menschen etwas näher kommt, sich küsst, freundschaftlich, brüderlich oder vielleicht auch mal mehr. Es sollen auch schon auf Premierenfeiern Babys gezeugt worden sein. Also ich freue mich vor allen Dingen auf diese ganze Enge und diese ganze Nähe und diese Fülle, auch wenn das ganze Haus so vibriert und einfach da so 800 Leute drin sitzen. Ich glaube, das wird einfach richtig toll und ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja, also das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ja, darüber kann sich kein Mensch freuen. Also für mich ist es im Moment so, dass ich einfach wahnsinnig bangen muss, was überhaupt noch kommt von den Aufführungen, die für mich versprochen worden sind, also für die Inszenierungen in den nächsten Jahren. Das wird ein riesen Durcheinander geben. Ich sitze wahnsinnig viel zu Hause, muss irgendwie mir überlegen, wie kriege ich eine tolle Aufführung noch hin, auch unter den gegebenen Umständen. Es ist auch gar nicht einfach, weil man
man ist so raus irgendwie. Ne? Also ist normalerweise ist man immer so im ständigen Austausch und plötzlich ist man so raus. Das ist ganz seltsam. Man ist plötzlich damit befasst, sich auch selber zu stellen. Also ich würde ja wahnsinnig werden. Ich würde ja wahnsinnig, wenn ich die ganze Zeit zu Hause wäre, oder? Das ist ja gewohnt. Was denkst du? Ja. Fürchterlich, ja, klar. Das ist wirklich nicht auszuhalten. Ich arbeite meistens durch. Ich weiß das gar nicht. Aber ich meine, vielleicht ist das ganz schön. Du hast ja neulich erst ein Kind bekommen, oder? Also da kann man sich ein bisschen drum kümmern und so. Das ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn, ja. Also ich sehe meins eigentlich fast nie. Ne? Das tut mir leid, das ist echt schön mit dem Kind. Also mit dem Kind ist es schön. Das muss man sagen. Ihr drei, ich danke für dieses ungewöhnliche Gespräch und hoffe natürlich, dass wir bald mit den Proben zu unserem Teseo beginnen können und natürlich bald gemeinsam Premiere feiern. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass wir uns, verehrte Damen und Herren, bald im Opernhaus wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.